Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Siedler 3 Amazon-Kampagne. Ja, heute geht's weiter in der 8. Mission. Wir sind fleißig am Bauen, wie ihr seht. Wir haben auch noch einiges zu bauen. Na, wie ich sehe, hier aber die Eisenschmelze ist gerade fertig geworden. Ja. Und Werkzeugschmiede müsste dann jetzt auch als nächstes fertig sein. Genau, was ich auch noch machen wollte, nicht nur Spitzhacken, sondern auch vielleicht noch eine dritte Sense. Aber da können wir direkt schon mal noch eine dritte Getreidefarm hinsetzen. So, unsere Mädels haben auch schon wieder Holz geklaut. Sehr schön. Nee, ich muss sagen, es geht ganz gut voran hier. Die Mühle macht schon los, der Bäcker ist auch besetzt. Und, okay, die Eisenmine, die müssen wir noch... Ja, wir haben halt nicht sehr viele Bauarbeiter, ne? Und viel zu bauen. Aber es wird jetzt langsam, dass wir mit allen durch sind. So Mädels, legt mal das Holz hier ab. So, du brauchst jetzt nicht so weit zu latschen, du kannst das gleich hier ablegen. Ja, also es hilft schon ungemein, wenn du da mit die Diebe nach unten gehst und denen das Holz klaust. Man darf es halt auch nicht übertreiben, ne? Sonst stellt er dann gleich Soldaten ans Sägewerk und dann ist Essig, ne? So. Na komm, Werkzeugschmied. Oh, die ist schon besetzt. Okay, dann machen wir als erstes mal. Wir hatten als erstes machen wir mal drei Spitzhacken. Drei Spitzhacken, eine Sense. Also wir hatten ja eine Spitzhacke jetzt, sagen wir mal, für die Eisenmine. Dann brauchen wir noch eine für die Goldmine. Und wenn wir eine Goldmine haben, brauchen wir noch eine Kohlemine. Mine, Kohlemine und vielleicht ja, und noch eine Spitzhacke in Reserve. Ja. Obwohl, wir brauchen ja jetzt schon mehr Kohleminen. Wir haben ja zwei Gebäude zu versorgen mit Kohle. Wo haben wir denn jetzt unsere Geologen nochmal? Hier. Geh nochmal dahin, wo Kohle zu finden war. Hier und... Du gehst mal hier hin. Vielleicht haben wir Glück. Und können auf den Berg hier noch zwei Kohleminen hinzimmern. So, ihr seid schon wieder unten. Sehr schön. Das wäre natürlich nice, ne, wenn wir die drei römischen Siedlungen platt machen. Aber ich würde sagen, wenn wir die Priesterin haben, als erstes muss die mal ein Auge drauf werfen, wie stark da überhaupt ist. Ob wir überhaupt die Chance haben. So. Und wieder hoch. Ich bin stolz auf euch, Mädels. Okay, haben wir Kohle gefunden? Nee, absolut nichts. Also weniger als nichts ist hier. Hier vielleicht? Hier vorne. Das große Haus ist auch schon langsam fertig. Okay. Ich suche immer noch eine schöne Stelle für Fische. Weil wir haben noch eine Angel zur Verfügung, die würde ich... Hier oben vielleicht. Was hat er gerade jetzt Bing gemacht? Ah, hier. Ah, wartet mal. Hier, setzen wir gleich noch eine Kohlemine hin. Drei Schilder reichen mir. Dummen Bau stoppen, okay. Jawohl, nee, machen wir mal weiter. Ist ja jetzt wurscht. Denn die Eisenmine, die läuft ja jetzt. Also müsste jetzt auch langsam das Werkzeug kommen. So, habt ihr das Holz schon abgelegt? Sehr schön. Da geht's wieder nur noch.
Das, also so wie uns der Römer geholfen hat, ne, tut mir das schon fast leid, den dann irgendwie vielleicht anzugreifen oder so, ne? Aber nur fast. Hier haben wir doch auch noch, guck dir mal, hier haben wir doch auch noch Kohle. So. Ah, nee, warte. Das war jetzt doof. Na, dann eben nett. Okay, da haben wir 3 Kohleminen. Eine Eisen und eine Gold. Die Goldschmelze brauche ich auch noch Kohle. Oh, es geht wohl schon los hier. Sehr schön. Dann machen wir mal lieber mal noch eine mehr. Warte mal, die Sense brauchen wir. Was haben wir denn da noch? Für die Waffenschmiede brauchen wir... Waffenschmiede, Sister. Wir müssen uns auch mit ein bisschen ums Militär kümmern. Ne, hier ist der Bauernhof. Das setzen wir die Waffenschmiede mal hierher. Und. Die Kaserne. Und wenn wir eh mal dabei sind, ein Lazarett. Was ist denn hier mit Jibby? So Mädels, ihr seid wieder hier, sehr schön. So, und jetzt kommt ihr. Nicht drängeln, jeder darf mal. Wie sieht's hier aus? 42%. Ja, 46. Okay, die legen auch schon los hier und holen das Gold raus. Brauchen wir noch ein Lager. Ein Lager, wo man nur Gold... Erstmal. Ja, meine Lieben, ich spule mal kurz die Kassette vor. Bis die hier die ganzen Gebäude aufgebaut haben. Und dann schalte ich gleich wieder zu. Bis gleich. Ja, meine Lieben, da bin ich wieder. Ja, unsere Aufbauarbeiten, die liegen in den letzten Zügen. Wir sind jetzt gerade noch bei der Kaserne. Die Waffenschmiede steht auch schon. Oh, die ist auch sogar schon besetzt. Stimmt, ich hatte ja auch noch ein paar Hämmer hergestellt. Okay, da würde ich direkt mal sagen, mal ein paar Schwertkämpfer als erstes. Genau. Die Goldschmelze macht auch schon los, aber ich denke mal nicht, dass wir jetzt schon was an der Kampfkraft sehen. Nee. Wie ist es hier? Ah, Aufwertung ist schon. Guck mal an. Was ich auch noch in der Zwischenzeit gemacht habe, ist die Träger mal auf 30% zu setzen. Weil jetzt doch die Wege ein bisschen weit werden. Und ich habe mal unsere ganzen, also nicht alle, Pioniere wieder auf Träger umgewandelt. Außer hier auf der linken Seite. Da will ich vielleicht noch ein bisschen die Bäume und die Steine haben. Aber ich denke mal, weiter im Süden brauchen wir da nicht. Und mal gucken, unsere Diebe, die sind doch schon wieder hier. Okay. Los geht's. Wie sieht's aus hier mit den Pionieren? Das sind wir auch fertig. Okay, die können wir direkt mal hier herstellen und umwandeln. Ansonsten haben wir ja schon alles, okay. So, zap zap. Halt. Und jetzt ihr, okay. Also wenn wir jetzt wirklich so auf Militär gehen und so und unser Ziel jetzt, wo wir sagen, okay, wir machen den Römer platt hier, da würde ich das erst angehen, wenn wirklich unser Material und unsere und das ganze Werkzeug drüben auf der Insel ist. Okay, dann macht mal los. Wir brauchen jetzt nicht mehr so viel Holz. Wir sind ja jetzt schon mit allem durch.
Der dritte Bauer ist auch schon besetzt. Wir haben ja hier schon ein Auge, können wir noch nicht riskieren. Waren herbeirufen, Waren schicken. Das könnte man zum Beispiel schon wieder machen. Also müssen wir uns jetzt mal einen Plan machen, wie viel wir denn da überhaupt rüberschicken. Ich würde vielleicht mal sagen, wir bauen uns mal hier ein Lager hin, wo wir mal ein paar Sachen einlagern. Am besten Werkzeuge, ein paar Hämmer und so, ne? Naja, Spitzhacken haben wir jetzt hier noch zwei da. Aber Edelsteine werden wir keine finden. Sonst hätte ich gesagt, ein Laboratorium oder so, ja? Aber ich denke nicht. Wir haben ja auch gar keinen Berg mehr hier weiter. Hier oben noch ein bisschen Eisen. Das könnte man vielleicht... Eisen, okay. Da haben wir ja eine Spitzhacke noch da. Geh du mal ganz hier auf die linke Seite. Ich bin mal bei dem Zippel hier gespannt. Wo haben wir denn da noch? Hier haben wir noch eine Geologin. Geh du mal ganz hier hin. Okay, das sind unsere Diebe wieder. Also ich denke mal, wir haben jetzt hier genug Holz rumliegen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal nunnern müssen. Wir können die ja mal stehen lassen. So, jetzt haben wir hier unsere Pioniere. Die wandeln wir jetzt mal um. So. Fehlt uns noch irgendwas? Nee. 52% Kampfkraft. Aufwerten können wir noch nicht. Wie sieht's denn aus mit der Kohle? Werden die auch ordentlich versorgt mit Nahrung? Hier ist Brot da. Warte mal, die Geologin brauchen wir ja nicht. Du kannst mal hier hingehen. Ja, ne, Brot, das scheint zu laufen. Wie ist es mit dem Fleisch? Da haben wir auch genug liegen hier. Wir sollten eigentlich alles ausreichend haben. Das Wasser, Honig. Komm, wir setzen mal noch. Eins. Zwei kleine Tempel hin. Damit das mit der Aufwertung mal ein bisschen schneller geht. Also unsere Imkereien, die kriegen das schon hin. Weil ich gerade den Steinbruch sehe. Hat er noch genug? Nee, hier nicht mehr. Mach mal weiter unten. Okay. Na, die Pioniere hier, die sind schon dabei, einen neuen Steinbruch hier freizulegen. So, hier haben wir ja auch noch Steine. Okay. Wir hatten doch hier auch noch einen Steinbruch irgendwo. Moment. Hier. Aber so wie es aussieht, hat er noch. Ja, genau. Da hat er eine Angel reingetan. Na, die Angel, die können wir gleich... Mensch, wo sind denn hier noch Fische, Leute? Hast du hier noch Fische gesehen? Wenn du Fische suchst, das gibt's nicht. Und hier unten vielleicht... Da brauchst du, wie beim richtigen Angeln, brauchst du echt Geduld, ne? Naja, irgendwo werden wir schon noch einen Fisch finden hier. Tja, wie ist es hier? Sind wir schon wieder bei 80%? Na, das läuft. Okay, die Mine ist jetzt auch besetzt. Nee, mit Edelsteinen ist ja nicht. Tja. Ansonsten hast du hier auch keinen Berg. Aber reicht eh eine Goldmine. Die Kohle hier unten lohnt sich auch nicht. Setzen wir mal einen Geologen noch mal an hier. So, und du? Ihr zwei, guckt hier noch mal. Das mit dem Gold geht jetzt echt schnell. Die Goldschmelze, fehlt's an Kohle, ne?
Ist klar. Aber die Kohleminen, die sind doch gut versorgt. Die Spitzhacken, die räumt er nicht mit da rein. Also, wir machen jetzt... Wir brauchen ja drüben für die Insel, brauchen wir ja Hämmer für Bauarbeiter, ne? So. Mach uns mal 5 Hämmer. Zwei Spitzhacken. Obwohl, eine haben wir ja, da reicht eine. Wir müssen ja ein bisschen... Schaufeln brauchen wir. 5 Schaufeln. Und dann du uns das mal bitte alles hier einlagern. Muss mal sehen, wie das geht jetzt hier. Hä? Hämmer, Schaufeln, wo kann... Naja, dann du eben alles rein, ist ja wurscht. Warum hat denn da dann die Spitzhacke hier noch liegen? Wir bauen noch mal ein Lager hin mit... Dann brauchen wir ja noch Steine und Holz. Also, da machen wir hier noch ein Lager hin und da machen wir nur Holz rein. Und noch ein drittes Lager, da machen wir nur Steine rein. So. Na, da bringst du schon rüber geschleppt, sehr schön. Obwohl bei der Aufgabe, da könnte uns der Römer eigentlich nochmal helfen. Aufwertung, sehr schön. Warum geht denn das bei den Kohleminen so schleppend? Hier ist noch mal ein bisschen Kohle, aber... Weiß nicht. Wir setzen die jetzt mal hier so her. Okay. Oder schafft das der Bäcker jetzt ja nicht, obwohl der hat doch 2. Ne, wir haben doch kein Trägerproblem, oder? Nee. Ich setze nochmal das Trägerstück hoch. Wir bauen nochmal ein großes Haus hin, hier oben vielleicht. Dann könnte ich mir vorstellen, dass der Bäcker das vielleicht nicht packt. Ja, guck dir mal, der hat Wasser und Säcke. Der schafft das nicht. Wir brauchen noch einen zweiten Bäcker. Hoch mit am besten gleich bei der Mühle hin hier. Okay. Ist das alles schon hier wieder mit reingeräumt oder was? Nee, da liegt die Angel noch drinnen. Die Spitzhacke liegt drinne. Na warte mal, das Holz soll doch nicht mit... Hä? Was hat denn jetzt hier gepfiffen? Ach, der Soldat. Kann es sein, dass sie die jetzt entdeckt haben, ne? Scheiß. Aber die anderen haben sie nicht entdeckt.
So, jetzt wäre noch. Die andere auch? Nee. Zwei haben sie entdeckt. Na okay, macht nichts. So, wir haben doch hier noch unsere... Guckt mal her, Mädels, das reicht jetzt hier. Irgendwelche Fische. Okay. So, da wandeln wir euch jetzt mal um. Ah. Okay. Schon wieder eine Aufwertung. Jawohl, das geht zügig jetzt hier. Kampfkraft 60%. Es wird. Aber habt ihr gesehen unten hier, der Soldat von der Römer? Der war voll aufgewertet, ne? Level 3. Mhm. Wir könnten jetzt hier auf unserer Insel, wo wir hin sollen, schon mal gucken, wie wir das... Also, Holzfäller, Sägewerk, Steinbruch. Steinbruch. Also ich glaube, einen Förster brauchen wir ja erstmal nicht. Wir brauchen den Platz hier. Wir müssen alles ein bisschen frei hacken. So. Das heißt, wir brauchen aber auch hier noch zwei Sägen. Genau, dann machen wir los. So, wir haben jetzt hier drinnen eine Spitzhacke. Was denn hier soll nur Holz rein oder was heraus? Genau. Hier hat man gesagt nur Stein. Warum ich hier Holz mit angeklickt habe bei dem Lager? Komisch. Genau, wenn wir nämlich ordentlich rekrutieren wollen. Dann brauchen wir nämlich auch wieder hier das große Haus. Oh, scheiße, dass du die Karte nicht so drehen kannst. Liegen da jetzt hier noch ein paar Hämmer oder was? Ja, du bringst die jetzt rüber, oder? Ins Lager. Wir mal ein bisschen verfolgen hier, wo die den hinbringt. Ah, Tatsache. Kann man das einsehen, wie viel dann drin liegt? Nee. Na gut. Wie weit sind wir hier? Hat er die zwei Sägen schon gemacht? Ja, da ist jetzt die Schmelze davor, ne? Das sieht man nicht. Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier. Das kann man das ausschalten hier? Das gibt's doch nicht. Ja, dann lagert eben alles ein hier. Habe ich noch nicht ganz geschnallt, wie man da jetzt, sagen wir mal, auswählen kann, was eingelagert werden soll, ne? Dass man sagen kann, okay, man klickt jetzt alle Werkzeuge an und die dann ins Lager und dann kann das unsere Dingens rüberbringen, ne? Apropos Dingens. Wo haben wir sie denn? Hier. Ihr könnt schon mal Richtung Lager laufen, da ihr eh ein bisschen fußlahm seid. Dass alles ein bisschen langsam geht. Guck mal, der Steinbruch, der hat wohl nichts mehr. Nee. Zack, weg. Und dann bauen wir hier unten gleich wieder hin. Hier.
Und dann müsste das ja hier auf der Seite auch so sein. Genau, hier ist nichts mehr. Steinbruch, so. Warum nehmen denn die Hämmer jetzt nicht und schaffen die ins Lager? Das ist mir jetzt ein Rätsel. Wenn ich jetzt den Hammer anklicke, in dem Lager hier. Wie kann ich denn das grün machen oder beziehungsweise ein- und ausschalten? Nee, geht nicht. Komisch. Wenn ich da irgendwas übersehe oder falsch mache, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie das mit dem Lager richtig funktioniert. Ich würde sagen, die sollen jetzt erst einmal hier ein paar Hämmer dann reintun. Stellt nochmal 5 her. Oder geht das mit der Anlegestelle besser? Da kann man ja direkt selektieren, wie viel dann. Wie viel denn rüber geschafft werden sollen? Naja, ist ja wurscht. Ist irgendwie. Will mir das noch nicht so richtig in den Sinn. Ja, hier liegt doch auch ein Hammer, oder täuscht das? Jetzt nehmen sie die Säge, okay. Wo machen die jetzt mit der Säge hin? Das war doch gar nicht der Plan. Oh nee. Irgendwie läuft das aus dem Ruder hier. Okay, die legt das hier ab. Da haben wir alles drin. Vielleicht ist das das Richtige, die richtige Einstellung. Hier ist noch nicht, ne? Nee. Na komm, dann nimmt man hier den ganzen. Jetzt bringt sie die zweite Säge. Okay, dann bringt man alles hier rüber. Und mal hier in das Lager. Und hier in dem Lager. Ne, wir lassen die, würde ich sagen, erst einmal alles ins Lager rüberbringen. Und dann schaffen wir das mal rüber. Sind denn unsere Diebe schon wieder hier? Ja, aber Holz brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Aufwertungen? Nee, 46%. Haben wir denn schon die erste? Nee, Speere werden jetzt als nächstes dran. Speerkämpfer, ja. Was fehlt denn hier? Steine. Mach das mal weg. Da haben wir einen Stein. Und hier fehlen hier auch. Hier fehlen auch 2 Steine. So shit, da habe ich nicht aufgepasst. Ich kann doch aber jetzt nicht irgendwas wegmachen. Ich könnte so ein großes Haus wegmachen. Zeig mal her. Genau, dann baut man hier die Steinbrüche. Aber das mit der Kohle scheint jetzt zu klappen, ne? Die haben alle was da. Werkzeugschmiede, hast schon alles durch? Haufen Hämmer. Das sind doch Hämmer hier. Mensch, die sollen die rübertragen.
Ja, meine Lieben, da würde ich sagen, da machen wir erstmal einen Cut. Wir entwirren das Ganze mal hier und schaffen beim nächsten Mal alles, was wir brauchen, rüber auf die Insel, dass die anfangen können mit Bauen. Ich denke, wir können uns ganz gut aber auch in der Zwischenzeit schon verteidigen mit unseren Soldaten. Wisst zwar allerdings nicht, wie stark jetzt der Römer ist, aber ich denke mal, ein bisschen gegenhalten können wir schon, wenn er sich denn doch mal zeigen lassen sollte. Ja, bleibt mir schön gesund. Schaltet gern das nächste Mal wieder ein. Also bis dahin. Ciao, ciao.